Willkommen zurück, meine lieben Rancher-Freunde. So. Heute müssen wir jetzt noch mal ein bisschen... wo wollten meine Maus hin? Heute müssen wir leider ein bisschen rausgehen. Wir können uns nicht gleich um die Farm kümmern. Denn ich möchte ja noch die lieben, netten Honig... Honig-Slimes haben. Und mit irgendwas muss ich sie auch nochmal kombinieren. Da bin ich mir jetzt unsicher, aber ich glaube, ich nehme jetzt hier nochmal genau ihr. Du nicht mehr. Aber dich nochmal. So, Karotte. So, dich. Du bist verkehrt. Weil die meisten Baupläne brauchen ja sozusagen... mehr von dem Ganzen, also von den Feldslime, brauchen wir relativ viel. Ich hab total eben 14. So, ich nehme auch mit. Dann holen wir uns noch Honigslimes. Weil die halt auch gut Geld geben. Und dann haben wir halt vorne an auch wieder Käfige besetzt. Dann passt das auch wieder. Ach, da ist sogar noch eine Kiste. So. Ja, nee. Nichts Interessantes in der Kiste. Das ist schade. So. Ach ja, ist dieser Wald nicht schön. Mal so schön ruhigende Musik vor allen Dingen noch. So. Hier müsste es jetzt zu den Honig-Slimes gehen, oder? Ja, ich weiß, ihr seid böse. Ihr werdet ignoriert. Ja, Honig Nummer 1. Und da kommen gleich drei weitere Honig-Slimes. Und hier haben wir sogar eine Kiste. Orange Slime-Lampe. Aha. Oh, aua, 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 aua. Lasst mich in Ruhe. Ich wollte euch doch nie was Böses. So. Keine Karotten da. Hier vielleicht noch irgendwas versteckt. Sieht nicht danach aus. So. Dann füllen wir jetzt hier den Käfig. Mit euch. Wie die denn immer erst gucken? Oh. So, jetzt können wir uns auch im Garten aber entspannen. So. Die sehen irgendwie voll knuffig aus. Du könntest fast den ganzen Tag beobachten. Na gut. Aber auch auf uns wartet Arbeit. Denn Slimes füttern sich ja nicht von allein. So. Nehmen wir hier alle mit. Flup, flup, flup. Dann füllen wir hier nochmal ein bisschen auf. Hier dann eben auch nochmal wieder voll machen.
schon mal raus. Okay. Oh, die Dinger sind auch schon ganz voll. So, wir konnten ab und zu hier. Aha, ich hab das voll drauf. So, dann einfach mal drauf. Ja, jetzt wollte ich schon den Fahrrad hier verkaufen. Also. So, packen wir erstmal da rein. Na, ihr Fixies, mach euer Fliegen sauber. Oh. Oh, oh. Ihr seid aber lieb. Wieso sind da 15 Plurts drin? Und. Naja, ich frag mal lieber nicht. So, den Rest hier stecken wir mal in den Blatt. Und schon wieder 50? Habt ihr da gerade rein? Ja. Das Ding hat gerade abgesaugt. Gut. Dann rennen wir jetzt einmal nach hinten. Auch fertig. Oh. So viel zu tun und so wenig Zeit. So. Jetzt machen wir erstmal vorne die Gehege fertig. So, lupp. Und hier liegt noch einer. So. Gleich holen wir auch nochmal raus. Und alles hinten in die Maschine. Jetzt weiß ich, warum es Teleporter zu bauen gibt. Ich glaube, die sollten wir uns dann hier auch bald mal aufstellen. Damit man halt nicht immer so weit laufen muss. So. Dann hier einmal die Karotten einsammeln. Hier sind keine Karotten mehr drin. Dann kriegt ihr mal eine neue. Ja, da freust du dich, wa? So, die noch raus. Hier nehmen wir alles raus. Hier dazu. Die hier auch. Okay. Gar nicht alle. Müssen wir schon mal reinschießen. So. Zack. Fortgeschrittene Pumpe. Aha. Mensch, das schaltet sich auch immer mehr frei. Okay, hier haben wir wieder diesen Gibbelschleim. Spiraldampf. Cool. So. Das Problem ist, jetzt haben wir den Rest noch. Kriegen wir
aus. Einmal wieder zurück. Alles ins Maschinchen. So. Eine fortgeschrittene Pumpe. 15.000. Okay. Fortgeschrittene Pumpe. Ach, die ist einfach dann nur teurer. Hält 3 Zyklen. Oh, fabrizieren wir mal 2. Dann halt auch mal 2 auf. So. Machen wir hier einer. Und hier einer. Bin ich ja mal gespannt. Wenn ihr 3 Zyklen hält, müssten es ja 3 Tage sein. Gut, jetzt müssen wir uns aber ganz fix nochmal ums Essen kümmern. Weil sind ja nicht alle mehr so voll hier. Bis auf hier vorne unsere allerersten Gehege. Ich sehe schon, hier ist nicht mehr angepflanzt. So, ihr habt 81. So schnell braucht ihr nicht. Gehen wir hinten noch mal kurz in den Garten. Oh, hier ist gar nichts mehr. Pflanzen wir hier noch einmal das an. Machen noch einmal Karotzguss. Und das hier ist leider verwildert. So. Machen hier noch einmal Quaderbeeren. Minzmango. Karotten. Ach komm, packen wir jetzt hier einfach mal eine schöne Frucht. Oh, Fruchtcocktail. So, fortgeschrittenen Bohrer können wir uns jetzt auch holen. Sehr interessant. Gut. Gucken wir hier nochmal noch mal ein bisschen nach Essen. Hier hinten war noch Karotten. So. Ach, die Minzmangos sind auch schon wieder fertig. Flop, flop, flop. Na, die nehme ich auch mit. Und du bist auch nicht vergessen. So. Hier haben wir jetzt nur die 5 Quaderbeeren drin. Ansonsten ist ja mein Silo irgendwie, so, bis auf kurz Zwischenlagern, nicht wirklich. Die sind auch fertig. Oh, wow, 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 wow. Na gut, erstmal die Karotten abliefern. Und die Früchte. Das hier sind sozusagen meine Müllcontainer. Machen wir erstmal Karotten rein. Ihr hattet hier Quaderbeeren. Oh, und ihr habt jetzt gerade nichts, dann kriegt ihr jetzt erstmal Früchte. Können wir hier die Karotten absammeln. Flup, flup. So. Dann bekommt ihr hier wieder Karotten. Und dann gehen wir jetzt mal unten in den Keller wieder, bezüglich in die Höhlen. Dann kriegt ihr nämlich hier die restlichen Minzmangos. So. Und ihr habt auch nichts mehr zu essen. Und dann hier oben die Herzrüben schon fertig. Ja, sind sie. So.
ausdrücken hier. So, hier ist noch angepflanzt. Hier muss wieder gut. So. Und ihr bekommt neues Essen. So. Dann gucken wir jetzt mal nach, was jetzt da vorne in den Pumpen und so weiter drin ist. Ah, okay. Spiraldampf. Und der pupst hier wieder Knödel aus. Also bringen wir dann nochmal hinten zurück in die große Maschine. So, so. Und dann wollen wir nochmal gucken, ob wir nicht noch was Neues. Ach halt. Wir haben ja hier hinten jetzt den fortgeschrittenen Bohrer, der auch drei Zyklen hält. Boah, können wir auch ein paar von bauen? Also ein paar, ein. Gut, bauen wir ein. Mal sehen, vielleicht macht der ja ein bisschen mehr, wenn wir den hinstellen. Stellen wir den mal hier hin. Installieren den mal. Bei euch dauert es ja noch ein bisschen. Jutti! Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal ein Folgenende. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder bei Slime Rancher. Also, bis dann.